Durch die moderne Technologie ist die Diagnose der Tumore zwar immer besser geworden, jedoch hinkt die Therapie immer hinterher. So das übergeordnete Ziel wäre, irgendwann die Diagnose sofort in die bestmögliche Therapie übersetzen zu können. Mein Name ist Daniela Lötsch-Goyo und ich leite das Forschungslabor an der Universitätsklinik für Neurochirurgie. Wir untersuchen Faktoren der Entstehung von aggressiven Hirntumoren und wollen darauf aufbauend neue Therapien entwickeln, um eben diesen Patienten besser helfen zu können, da es für viele dieser Tumore noch keine Heilung gibt. Wenn ich in der Früh ins Labor komme, besprechen wir im Team den aktuellen OP-Plan und schauen, welche Proben wir direkt frisch weiterverarbeiten müssen. Wir sammeln eben Gewebe, Blut und Hirnflüssigkeiten und generieren daraus Zellmodelle oder untersuchen eben Marker im Blut oder in der Hirnflüssigkeit. Wir wissen mittlerweile, dass nicht jeder Hirntumor gleich tickt. Und das Ziel ist eben, die Patientinnen in Gruppen einzuteilen und jeder Untergruppe die bestmögliche personalisierte Therapie zu geben. Mein Wunsch ist, die Forschung mehr nach außen zu tragen und den Menschen zu erklären, warum wir forschen und was wir machen. Und nur dadurch kann man mögliche Ängste und Zweifel beseitigen. Und das hilft auch in Zukunft, die Forschungstätigkeit intensiver voranzutreiben.